Hallo und schön, dass du in meinen Kanal reinschaust. Heute habe ich ein Nähtutorial für dich. Und zwar möchte ich so tolle Deko-Rollen aus Langhaarplüsch nähen. Das geht wirklich einfach. Ich zeige dir das Schritt für Schritt. Ich habe es jetzt hier in Weiß und dann in diesem gemusterten. Zum Dekorieren für deine Wohnung hatte ich ja schon die ganzen Kissen gezeigt. Zum Stricken mit Muster, mit Zopf. Das gab es alles schon. Die passenden Kerzenständer in dieser Fellholzoptik. Und jetzt kommen dazu noch die Dekorollen in Langhaarplüsch in Kunstfell. Und dann habe ich zuerst interessiert dich. Ich darf dir zeigen, wie einfach das geht. Und dann lang genug geredet. Dann fangen wir jetzt einfach mal an. Zum Nähen jetzt von unserem Bezug für die Nackenrolle braucht man natürlich erstmal eine Nackenrolle. Ich habe jetzt eine, die ist mit Federn gefüllt. Ihr könnt aber auch gerne eine aus Schaumstoff nehmen. Das ist ganz egal, was ihr gerne möchtet. Und dann messen wir erstmal ab. Ich habe hier verschiedene Plüsch. Ich habe hier entschieden, hier bei den schwarzen mit dem Langhaar. Dann habe ich auch noch diesen, der sieht so aus wie Nerz. Das sind jetzt alles Plüschreste, die ich mir gekauft habe, sind so ein Paket. Da war auch weiß drin, es war sogar rot mit Neon drin. Und das war jetzt auch ein Rest. Und da ist fast die Länge von der Rolle gegeben. So, das passt ganz gut. Es ist am besten, wenn ihr eine Nackenrolle habt, wenn ihr die am Objekt zuschneidet. Und zwar, ihr legt euch die Länge hin und gebt pro Seite nochmal 3 cm zu, also rechts und links 3 cm zu. Dann rolle ich mir das ganz gerne. Nicht zu weit, nicht zu eng. Und gucke dann, dass ich einen schönen Bezug kriege von der Weite. Also ich messe gar nicht aus, ich mache das am Objekt. So, dann gebe ich, wenn ich das schön eingerollt habe, nochmal 3 cm dazu. Dann halte ich es mir fest. Wo ich bin dann hier und dann mache ich mir einen kleinen Schnitt genau da, wo ich es brauche, in das Plüsch hinein, in das Plüschteil. So. Wichtig ist jetzt, wir schneiden nicht einfach drauf los, weil dann schneiden wir die Haare ab und das sieht ganz unschön aus. Wir gucken jetzt, wo der kleine Schnitt ist und dann nehmen wir den Kamm und ziehen einen Scheitel, als wenn wir Haare kämmen wollen. Einmal nach rechts, einmal nach links. Das geht wirklich gut. Müsst ihr euch ein bisschen bemühen. Und dann schneiden wir genau in diesem Scheitel von unserem Plüsch. Wenn wir das nämlich anders machen, einfach drauf losschneiden, schneiden wir uns den total ab. Und das sieht dann ganz, ganz unschön aus, wenn wir die Rolle fertig machen. Dann fällt nämlich die Naht total auf. Und der Ansatz von dem Blüsch ist sehr unschön. Und dann seht ihr, dann entsteht hier eine richtige Naht. Und da schneiden wir jetzt entlang. Dann gehe ich meistens nach draußen und ziehe mir die, also es gibt auf jeden Fall noch lockere Haare, und ziehe mir die raus. Und die tue ich dann in eine Plastiktüte, weil da kann man auch prima mit basteln. Und das wäre das nächste. Also Scheitel ziehen, genau an der Naht, die ihr braucht. Durchschneiden, Haare draußen am besten wegzibbeln, in eine Tüte tun, und dann zeige ich euch, wie wir noch die Teile für die Seiten machen. Das sind jetzt die Haare, die noch lose waren. Wie gesagt, das hebe ich ganz gern auf. Da kann man ganz für einen Wichtel einen tollen Bart mitmachen. Bei Tontöpfchen basteln kann man dann Gesicht mit verzieren, als Haare für so einen Zapfen oder so. Also da kann man noch eine Ecke mitmachen, also aufheben. So. Das Stück ist jetzt genau zugeschnitten im Scheitel vom Plüsch. So sieht das dann aus. So, und jetzt will ich euch zeigen, wie wir dann ausrichten müssen. Es muss ja noch an der Kopfseite, müssen wir noch so zwei runde Teile einfügen.
Am einfachsten geht es, wenn ihr jetzt da ein Unterblättchen, also einen kleinen Teller nehmen würdet, der die Größe hat. Oder ihr nehmt einfach einen Zirkel und malt euch das auf. Ich nehme da ganz gern einfach eine Kreide und male es dann auf. Und das muss dann, bei mir ist es jetzt ein Umfang von 43 cm haben, weil meine Rolle so lang ist, minus natürlich die Nahtzugabe. Und hier müsst ihr dann noch 1,5 cm Nahtzunahme dazugeben. Also wir brauchen noch zwei Kreise mit dem Plüsch. Und da müsst ihr jetzt keinen Scheitel legen. Das legt ihr verkehrt rum, dass die Rückseite da ist. Legt eure Schablone darauf, ein Tellerchen oder eine Pappe oder irgendwie was. Das lässt sich auch ganz gut machen mit einem Papier. Und dann schneidet ihr das genau aus. Wer jetzt eine Schaumstoffrolle hat oder eine etwas festere, kann natürlich auch seine Rolle einfach so darauf setzen. Auch mit meiner geht es ganz gut und zieht sich da mit einem Bleistift einen Kreis. So, dann gehen wir eine Nahtzunahme von 1,5 cm rundherum. Dann schneiden wir das aus. Und dann wird es auf den Stoff gelegt und zweifach aufgeschnitten. Einfach drauflegen, auf dem nächsten Teil ausschneiden. Das ist ja jetzt der Körper vom Stoff. Und dann zeige ich euch, wie wir das nähen. Beim Ausschneiden entweder jetzt mit Stecknadeln den Papierkreis gut feststecken oder einfach mal eine schwere Flasche draufgestellt und dann zwei Stück ausgeschnitten. Jetzt müsst ihr nur beachten, es gibt jetzt wesentlich mehr Haare, die lose sind. Und dann am besten wieder abstreifen mit der Hand und am besten noch mal draußen ausschütteln. Jetzt könnte man natürlich auch noch einen Scheitel ziehen, aber der ist wirklich sehr kompliziert. Und wir haben ja den Überstand von den Haaren, vom Fell, vom Hauptteil. Und da seht ihr schon, so wird es aussehen, so richtig abgeschnitten und kurz, wenn wir jetzt das Hauptteil auch so gemacht hätten. Nur hier und da stehen die Haare. Es geht mit den Seitenteilen, aber nicht beim Körper. So, zwei Stück brauchen wir. So, eigentlich müsste ich jetzt da natürlich schwarz nehmen zum Nähen, aber das würdet ihr nicht sehen. Deswegen habe ich beim Oberfaden habe ich weiß eingefädelt und unten dann dunkel. Wir nehmen jetzt die Länge der Rolle zusammen. Also wirklich die Länge, ich zeige es nochmal weiter, die Länge der Rolle zusammen. Das Plüsch kommt natürlich nach innen. Der Plüsch, die Plüschfellfranseln. Und jetzt muss man immer auch Acht geben beim Nähen, dass wir schön das Fell nach innen schieben. Die ganzen Haare immer wieder nach innen schieben. Wir nehmen einen etwas größeren Stich, Gradstich. Ich habe jetzt bei mir bei der Maschine 4 eingestellt. Und mittlere Fadenspannung auf 5. Dann legen wir es unter die Nadel. Wir müssen immer gut mitdrücken und mitführen, weil es was dicker ist. Und nähen jetzt etwa so einen Zentimeter, zwei nach vorne, dann wieder nach hinten, nach vorne, nach hinten und machen die erste Naht erstmal fest. So. Dann, wie gesagt, Schnitt auf Schnittkante, schön das Fell nach innen gemacht und mit dem Abstand von etwa einem Zentimeter bis anderthalb Zentimeter die Naht komplett schließen. Wer sich ein bisschen unsicher ist, nimmt jetzt einfach Stecknadel und steckt sich das erstmal schön zusammen. Und dann machen wir mit dem Gradstich das ganz nach unten. Das ist unsere nächste Aufgabe. Am Ende natürlich auch wieder zurück, vor etwa 1 bis 1,5 cm. Die Naht ist jetzt geschlossen und zur Sicherheit wieder auf der linken Seite natürlich mache ich dann noch einmal einen Zickzackstich, den größten, den ich habe, drüber hin, Anfang wieder hin und her und dann einmal rundherum runter.
ganz knapp an der Gratnaht nochmal einen Zickzackstich, damit es stabilisiert. Ausfransen tut es nicht. Ihr könntet auch mit einer Naht das gut sein lassen, aber ich mag es ganz gern, wenn das noch mal ein bisschen gesäumt ist. Und das ist das Nächste, was wir machen. Unsere Rolle ist immer noch auf links. Und jetzt brauchen wir Stecknadeln. Dazu habe ich wieder mein Handarbeitsglas. Das ist auch selber gemacht. Das war einfach ein Gurkenglas. Und dann gibt es das dann als Nadelkissen. Wir brauchen Stecknadeln. Wir brauchen unsere Kreise. Erstmal den einen. Und jetzt kommt Blüschhaar auf Blüschhaar. Und wir setzen uns das rundherum ein. Wieder so ein Zentimeter Naht. Und das müssen wir jetzt wirklich feststecken. Haare immer schön nach innen gemacht. Das Fell und dann Stückchen für Stückchen reingesteckt mit den Stecknadeln. Das geht jetzt nicht ohne. So. Und wenn das wirklich ein klein bisschen zu groß ist, dann legt eine Mini-Falte oder zieht es euch noch ein bisschen. Es ist ja ein bisschen Stretch und dann passt es auch rein. So, und das machen wir rundherum. Schön immer Haare nach innen. Und dann muss es so mit dem Gratstich genäht werden. Das zeige ich aber nochmal. Aber erst jetzt mal schön gut feststecken, aber nur die eine Seite. Und schön nach links, ne? Die linke Seite, wo jetzt kein Plüsch ist, natürlich nach außen. Und das Plüsch schön nach innen. Es ist jetzt komplett zugesteckt mit Stecknadeln. Wenn es wirklich noch ein bisschen zu weit ist, bei mir ist ja auch eine kleine Mini-Falte. Die nähen wir so, der Plüsch verträgt das, man sieht es dann nicht. Aber normalerweise, wenn ihr es so macht mit den Mustern, passt es wirklich gut. So, jetzt kommen wir zum Nähen. Eigentlich wieder in Schwarz, aber ich mache es in Weiß, damit man es besser sieht. Und jetzt müssen wir den Kreis nach oben, die Rolle kommt nach unten. Das legen wir jetzt unter die Nähmaschine. Andersrum funktioniert es wesentlich schwerer. So, wir gucken, wo die Köpfchen sind, damit wir es rausziehen können von den Nähnadeln. Von den Stecknadeln. Wir nehmen wieder den Gratstich wie vorhin. Anfang wieder hin und her. So, dann ziehen wir uns die erste Nadel schon heraus. Weil das Köpfchen nach vorne ist, geht das prima. So, und nähen uns das erste Stück bis zur nächsten Nadel schön rum. So. Stopp, die Nadel immer nach unten, wenn ihr die Stecknadel rauszieht. Immer die Nadel nach unten. Stecknadel heraus. Nächstes Stückchen bewegen. Dann kommt die nächste Nadel nach unten. Stecknadel heraus. Nächstes Stück bewegen. Und so nähen wir das rundherum am Anfang natürlich hin und her. Und wenn ihr das gemacht habt, würde ich auf jeden Fall nochmal mit dem größten Zickzackstich rundherum das machen. Und dann kommen wir zur nächsten Seite. Der eine Kreis ist jetzt ja fertig eingenäht. Jetzt kommen wir zum zweiten, der nur halb eingenäht wird. Wir müssen jetzt wieder feststecken. Das Fell nach innen. Ich fange am liebsten dann bei der Naht an. Und dann stecke ich das fest. Wieder die Nadeln mit dem Köpfchen auf dem Kreis, dass man dann auf dem Kreis nähen kann. Dann stecke ich mir die Hälfte schön fest, die Haare nach innen gelegt und dann stecke ich hier ein Viertel und dann hier nochmal ein Viertel, dass die Naht in der Mitte ist von unserem Festgesteckten. Natürlich kann man die Rolle auch prima mit Reißverschluss machen. Ich wasche aber ganz gern bei so einer Fellrolle das Innenleben immer mit, weil dann beides, wenn man das zum Schlafen nimmt und so, dann doch verschwitzt ist und dann nähe ich es zu mit der Hand dann, das letzte und kein Reißverschluss, weil ich immer finde, ein Reißverschluss drückt einfach, wenn man es zum Schlafen nimmt, zum Kuscheln nimmt, ein Reißverschluss drückt. Also nähe es dann ein, die Hälfte lassen wir dann auf. Und dann zeige ich euch, wie wir das mit der Hand dann noch zunähen. Ich habe jetzt die Hälfte zugesteckt und wir nähen jetzt da wieder die Hälfte, da wo die Stecknadeln sind, mit dem Gratstich zu und versäumen nochmal, wenn ihr wollt, mit einem Zickzack.
Dann drehen wir es auf rechts, machen die Rolle hinein und dann zeige ich euch, wie wir das dann mit der Hand noch den Rest zunähen. Aber wie gesagt, jetzt erstmal wieder mit dem Geradstich. Am Anfang hin und her, was immer wichtig ist, am Ende hin und her. Haare nach innen. Wie gesagt, auch ich nähe wieder in weiß, damit man es ein bisschen besser sieht. So, Nadel nach innen. Die erste Stecknadel kann man schon wieder ziehen. Da haben sie ja jetzt mit der Nadel festgemacht, mit der Nähnadel. Und dann nähen wir hin und her. Zwei, dreimal. Und dann wird das mit einem Viererstich oder einem Dreierstich festgenäht bis zur Hälfte. Die Hälfte habe ich jetzt nochmal einen Sicherheits-Zickzack-Schnitt gemacht. So, die andere Hälfte ist noch offen. Und dann drehen wir es rum auf rechts. Und dann machen wir die Rolle hinein. Und dann zeige ich euch, wie wir das mit der Hand dann noch schön zunähen. Also jetzt hier in die Öffnung erstmal die Rolle hinein und dann gehen wir ans Zunähen. Das Kissen ist jetzt drin. Ich habe extra ein rotes genommen, damit man das auch mal sieht. Die Hälfte ist noch auf. Und dann braucht ihr wieder Stecknadel. Und dann schlagt ihr euch beide Teile den Kreis. Das ist wirklich ein bisschen schwierig hier zu sehen, aber ich erkläre es. Den Kreis. Und das Körperteil etwa so einen halben Zentimeter um und steckt es zusammen. Rundherum. Also das, was noch offen steht. So einen halben Zentimeter zusammen. Das ist das Plüsch, man sieht es nicht gut, es ist schwarz. Aber das kriegt ihr hin. So einen halben Zentimeter nach innen gebogen, mit der Stecknadel zusammengesteckt. Dann nehmt ihr eine Nähnadel, nicht zu klein und nicht zu groß, nicht, dass es so große Löcher gibt, und macht einen doppelten Faden hinein. In schwarz wäre sie eigentlich, hinten natürlich in Knoten. Und dann näht ihr das vorsichtig zusammen. Ich zeige es jetzt in weiß, ich muss dann wieder aufmachen, weil es nicht schön ist, aber sonst seht ihr es ja nicht. Erstmal auf der Stelle, 4-5 Mal, und dann geht er vorsichtig einen halben Zentimeter nach vorne, nach hinten gestochen. Dann wieder einen halben Zentimeter nach vorne, von hinten nach vorne gestochen. Und dann einen halben Zentimeter nach hinten. So, das ist der Anfang. Dann einen Zentimeter nach vorne, auf der hinteren Seite. Und einen halben Zentimeter nach hinten. Das ist so eine Doppelnaht. Ihr kommt von der hinteren Seite einen Zentimeter nach vorne. So, und dann geht er auf der vorderen Seite einen halben Zentimeter zurück. Und seid ihr wieder hinten. Dann wieder einen Zentimeter nach vorne, gestochen auf der Rückseite und vorne dann einen halben Zentimeter zurück. Und so schließt sich es dann und dann ist die Rolle auch fertig. Wie gesagt, ihr könnt das komplett waschen. Also ich wasche wirklich auch meine Feder. Rollenfederkissen in der Waschmaschine bei 40 Grad, pflegeleicht. Und dann während dem Trocknen immer wieder mal kräftig schütteln, damit die Federn wieder lockerer werden. Und dann ist die Rolle gewaschen, das Innenleben und der Plüsch dann auch gleich mit. So, die Rolle ist jetzt fertig. Ich habe jetzt schon zwei gemacht. Eine in Schneeweiß und dann eine, die ich euch gezeigt habe. Und dann hoffe ich sehr, die Idee hat dir gefallen. Wie schon gesagt, ich hatte ja schon zur Home Deko wirklich alles passend gemacht. Die tollen Kerzenständer und dann auch die gestrickten Kissen mit dem Look von Plüschmuster und ach, solche Wolle. Und vielleicht habt ihr ja Spaß dran, wie ich. Ich habe jetzt das ganze Wohnzimmer so gemacht und teilweise auch die Kinderzimmer in diesem Look. Und dann hoffe ich sehr, wie gesagt, es hat dir gefallen. Du schaust beim nächsten Mal wieder rein. Und dann wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Tschüss!